Ja, hallo liebe Uhrenfreunde, willkommen zurück im Federhaus. Mein heutiges Video dreht sich um die Rolex Batman oder mit bürgerlichem Namen auch genannt die Rolex GMT Master 2 mit der Referenznummer 116710 BLNR. Ja, ich gehe in diesem Video so ein bisschen auf den Hype ein, der um diese Uhr gemacht wird, Nachfrage und knappes Angebot und möchte so ein bisschen über die Preisentwicklung sprechen und zum Schluss möchte ich noch so ein bisschen auf die Gretchenfrage eingehen, wäre mir diese Uhr das Geld wert, ja oder nein? Steigen wir erstmal so ein bisschen in der Vergangenheit ein. Vorgestellt wurde die Batman 2013 auf der Basel World und Innovation ist gewesen, dass eben diese Uhr eine zweifarbige Lünette bekommen hat in Keramik und wir haben es dabei mit einem einzigen Bauteil zu tun, oben in Schwarz, unten in Blau. Und dieser chemische Prozess, die Keramik eben so einzufärben, ist wohl recht aufwendig. Die Fans hatten ja insgeheim so ein bisschen auf eine Pepsi oder auf eine Coke-Variante gehofft. Also entweder oben blau und unten rot oder oben schwarz und unten rot. Rolex überraschte die Fans dann aber eben mit dieser schwarz-blauen Version. Mich persönlich haben sie damit auch überrascht und ich finde die Farbe wirklich genial und diese Farbkombination. Ich bin dann auch losgetigert und wollte mir die Uhr einfach mal live angucken. Aber, ja, wie ihr euch denken könnt, ist das gar nicht so einfach gewesen, so eine Uhr in die Hand zu bekommen. Und ich hatte tatsächlich bis heute lediglich einmal live so eine Uhr in der Hand. Und das war auch noch das Modell des Verkäufers selbst, der sich nämlich auch direkt nach Neuerscheinung schon eine bestellt hatte. Ja. Sprechen wir mal kurz über die Preise. 2014 hat die Uhr noch einen Listenpreis gehabt von 7.100 Euro. Heute liegt die Uhr schon bei einem Listenpreis von 8.100 Euro. Und im Vergleich dazu die normale GMT Master 2 mit schwarzer Lünette, die kostet 7.650 Euro. Schauen wir jetzt mal auf die aktuelle Preisentwicklung auf dem Markt. Ich habe mir dazu mal die Preise rausgesucht bei Chronext. Und da sieht das wie folgt aus. Hier seht ihr, für eine neue werden momentan 10.490 Euro aufgerufen und Modelle aus 2017 und so weiter liegen dementsprechend etwas günstiger, wenn man denn hier noch von günstig sprechen kann. So, und ja, jetzt stellen wir mal die Frage, wäre euch die Uhr diesen Preis wert, ja oder nein? Muss man natürlich ein bisschen differenziert betrachten. Wenn man jetzt sagt, Geld spielt keine Rolle und man ist sowieso ein Sammler, ja gut, die werden die Frage nicht stellen, die werden einfach zugreifen. Aber wie sieht das mit, ich sag mal, den normalen Uhrensammlern aus? Die, ja, Leute wie, ich sag mal, ich und du und er und sie, die eben schon auf eine Uhr ansparen müssen und sich genau überlegen müssen, ja, möchte ich diese Uhr jetzt haben, ja oder nein? Und was ist mir so eine Uhr wert? Ich persönlich sammle ja nach so einem, ich sage jetzt mal, etwas anderen Konzept. Das heißt, bei mir steht das Preis-Leistungs-Verhältnis auf der einen Seite im Vordergrund und ich vergleiche einfach ziemlich stark Uhren nach ihrer Qualität und nach ihrer Detailverliebtheit. Das heißt, bei mir kommt es nicht unbedingt jetzt so sehr auf den Markennamen an sich an. Für mich muss die Verarbeitungsqualität einfach passen und die, ja, eben die Detailverliebtheit. Das heißt, wie viele Facetten hat die Uhr und wie liebevoll ist das Zifferblatt gestaltet und wie hochwertig ist jetzt so eine Keramiklünette gemacht und ist die Politur gut? Und solche Sachen fließen einfach in meine Kaufentscheidung mit ein. Und das ist jetzt zum Beispiel der Punkt, wo meine Davosa zum Tragen kommt. Deswegen habe ich die mal ins Bild gelegt. Ich habe ja über diese Uhr auch ein gesondertes Video gedreht. Und natürlich hat diese Uhr auch einen recht hohen Preis im Grunde genommen. Dafür, dass die Marke Davosa jetzt nicht so bekannt ist, sage ich jetzt einfach mal, wird für diese Uhr hier auch schon ein stolzer Preis aufgerufen. Aber jetzt kommt eben der Punkt zum Tragen. Ich finde, diese Uhr bietet mir persönlich genug hochwertige Verarbeitungsdetails, dass ich sage, sie ist mir den Preis wert. Gerade auch, weil ich eben finde, dass die Rolex Batman eben so ziemlich überpreist ist und auch so sehr teuer ist.
Bei einer Rolex Batman sehe ich einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Wohingegen ich bei dieser Davosa sagen kann, da passt es für mich. Ich habe auch eine Keramiklünette in Schwarz und Blau. Die Farben kommen super rüber, die Funktion der Uhr ist tadellos und ansonsten finde ich einfach, hier passt für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen, ja, habe ich bei dieser Uhr zugeschlagen. Oder eben auch bei meiner Maurice Lacroix, die Aiken. Verarbeitungsdetails sind gegeben, ist jetzt nicht der größte Name, aber ich finde auch, wir Sammler, wir Uhrenenthusiasten, wir haben das ja so selber so ein bisschen in der Hand auch. Auf der einen Seite ist es so, natürlich lassen wir uns gerne anstecken von Uhren, die gerade interessant sind und die gehypt werden, aber auf der anderen Seite sind wir selbst es auch, die eigentlich den Ton angeben. Das heißt, wenn wir einfach loslaufen und wie bekloppt die Rolex Batman zu diesen überteuerten Listenpreisen weiterhin kaufen, oder auch eben zu den, nicht jetzt überteuerten Listenpreisen ist falsch ausgedrückt, aber zu diesen überteuerten Gebrauchtpreisen und Neupreisen weiter kaufen, ja, dann wird das auch einfach eben so weitergehen. Wenn wir aber einfach mal die Füße stillhalten und sagen, ja, tut mir leid, das ist es für mich jetzt gewesen, das Geld gebe ich für die Uhr nicht aus und einfach mal keine Uhr kaufen oder vielleicht eine andere Uhr kaufen, dann sollte sich der Markt ja von selbst wieder regulieren. Aber es gibt natürlich eben auch genug Leute, die tiefe Taschen haben und die weiterhin dafür sorgen werden, dass diese Uhren eben auch weiterhin gehypt bleiben. Ich persönlich kann so sagen, ich bin wirklich ein Rolex-Fan, auch wenn das jetzt in diesem Video vielleicht nicht so rüberkam. Ich mag die Verarbeitungsqualität, ich finde die Fertigungstoleranzen einfach sensationell, die es da gibt. Das ist einfach schon eine sehr hochwertig gemachte Armbanduhr. Ich hatte schon genug Uhren in der Hand und muss sagen, ja, die Uhren begeistern mich. Das Problem, was mich an den Uhren eben nicht mehr begeistert, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Tatsache, dass für mich einfach dann auch eine Uhr mit einem Listenpreis von 8.100 Euro, ja, da für mich dann so ein bisschen zu wenig Verarbeitungsdetails hat. Ich meine, ich finde das alles schön und gut gemacht, aber ich finde einfach, es gibt in dieser Preisregion schon viele andere Armbanduhren, die eben deutlich mehr Verarbeitungsdetails aufweisen, an denen ich mich nicht satt sehen kann. Und dann zieht bei mir eben so eine Rolex leider den kürzeren, weil sie dann einfach da im direkten Vergleich ein bisschen langweiliger ist. Oder ja, zu langweilig vielleicht. Ja, also das war meine Meinung zu dem Thema. Ich frage mich, wie steht ihr dazu? Wie beurteilt ihr eure Uhren, die ihr kauft? Was für ein System habt ihr da? Bei mir ist es eben Preis-Leistungs-Verhältnis und einfach die Anzahl an tollen Verarbeitungsdetails, die ich an dieser Uhr bewundern kann, die vielen Facetten, die so eine Uhr hat und ja, das Ganze eben ein bisschen betrachtet in Relation zum Preis. Ja, wie macht ihr das? Was ist für euch ausschlaggebend? Und ich freue mich auf eure Meinung und eure Kommentare. Also, lasst es mich wissen und wir sehen uns das nächste Mal wieder im Fehlerhaus.